Hallo wieder von der Gamescom. Wir sind in der Indie Area und ich habe ein tolles Spiel entdeckt, und zwar VR Giants. Und ich sitze hier mit dem Entwickler. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Czauko. Ich bin der Entwickler von VR Giants und hinter mir sieht man immer das Spiel, wie es so läuft. Genau. Ich durfte es ja vorher schon mal ausprobieren. Das ist ein kooperatives Spiel, das heißt, man spielt es zu zweit. Genau, ja. VR Giants spielt man zusammen. Und zwar einer spielt einen Riesen, der ist in VR, der muss seinen Körper einsetzen, um dem kleinen Spieler, der eben so ein Jump-and-Run-Spieler spielt, um den eben über die Lava zu helfen oder von einer tieferen Plattform auf eine höhere oder ihm eine Brücke zu bauen oder ihn vor Feuerbällen zu beschützen. Genau. Ja, da muss ich sagen, das Spielkonzept ist was wirklich Neues, es macht Spaß. Und Tipp von mir, wirft nicht den Feuerball auf euren Kumpel, sonst habt ihr das Level vergeigt. Ihr kommt ja aus Österreich. Genau, ja, also ich komme aus Österreich und genau, da entwickeln wir das Spiel. Und ihr seid eine ganz kleine Software-Schmiede. Also bin ich die Software-Schmiede, genau, ja. Also ich bin ein Solo-Entwickler und mache das jetzt schon seit einigen Jahren. Das Projekt ist aus meiner Masterarbeit entstanden und genau. Und bei uns in Deutschland ist es ja so, dass Spieleentwickler gar keine große Unterstützung mehr bekommen. Wie ist das bei euch in Österreich? Ja, also in Österreich speziell für Spieleentwickler gibt es soweit ich weiß auch nichts, aber es gibt so Innovationsförderung und für kreativwirtschaftliche Leistungen. Und da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich da Förderung bekommen habe, nämlich das AWS XL-Paket von der AWS eben und dem BMWD. Ah, das ist ja spannend. Da hat man zumindest mal auch die Möglichkeiten anzufangen, was zu entwickeln und zu tun. Richtig. Wir haben uns vorher schon mal kurz unterhalten, da hast du kurz ein Crowdfunding erwähnt. Ja, genau. Das Spiel kommt nämlich jetzt Ende des Jahres, gibt es ein Crowdfunding und da kann man das Spiel unterstützen für die weitere Entwicklung. Und genau, da wird es dann auch was Spielbares geben, eine Demo, wo die Leute das ausprobieren können. Das hört sich doch schon mal super an. Wo findet man euch, wenn man euch sucht? Auf weargiants.com. VRGiants.com. Also ich kann es empfehlen, es hat richtig Spaß gemacht, das Spiel. Richtig coole Jungs, die das entwickeln. Und dann schauen wir mal Ende des Jahres. Danke dir fürs Interview. Bitte gern. Und weiter bei der Gamescom. Ciao.